Wir spielen Quint. So. Ja, ich will es einfach lernen. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen, Quintes Kartenspiel der Zwerge. Generell, ah, okay. Du beginnst, ich beginne. Warum beginne ich? Starthand. Strömender Regen. Und das sind die Einheiten. Okay, das ist Katapult, Fernkampf und so ein Zeugs. Moralschub, Stärke. Ich würde sagen, machen einfach mal den Praxistest. So, okay. Das ist meine Seite. Das ist die Seite des Gegners. Okay, platzieren oder passen. Anführer, das ist mein Anführer. Ja, ich bin am Zug. Was setzen wir denn zuerst? Ich glaube, wir setzen zuerst einen Schwertkämpfer. Vorderster Front. Gesamtstärke. Okay, passen. Ja. Nur Zeug gesetzt, ja, okay. Um erstmal hier ein bisschen. Okay, der macht einen Fernkämpfer. Dann mache ich auch einen Fernkämpfer, aber ich nehme den hier. Und zwar dahin. Jetzt ist der Gegner am Zug. Klirrende Kälte, okay, das ist für die Ersten, das ist ja gemein. Ich setze erstmal einen Katapult. Er setzt auch ein Katapult. Und jetzt setzen wir mal. Das ist auch ein Katapult. Ich setze das da. Und mache da mal einen Regen hin. Ich führe anscheinend noch. So, jetzt mache ich das hier, um die Moral der Truppe zu steigern. Oh, 9-9. Fernkämpfer. Ich nehme den hier. Setz den hier hin. Okay, er passt. Ich nehme aber hier mal so ein Ding da. So. Was ist jetzt los? Er hat schon wieder gepasst. Was denn X? Spielkarte sofort aus, okay. Damit habe ich. Ich mache jetzt mal einen Pass. Ich passe. Okay. Lebenssteine. Okay, er hat einen Lebensstein verloren. Ich habe diese Runde gewonnen. Gibt es noch eine Runde? Okay. Ich mache erstmal einen Fernkämpfer hierhin. Und jetzt ist er am Zug. Er macht den Nebel. Ich bin am Zug. Kann ich eine Karte ziehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Setzen wir einen Fernkämpfer dahin. Okay, jetzt setzt er einen dahin. Ich habe noch die Führung. Und ich könnte jetzt. Ich passe. Oh, okay. Warum hat der denn jetzt die Runde gewonnen? Wer hat noch gleich? Der Gegner ist am Zug. Was sitzt der? Ein Fernkämpfer? Ne, ein Schwertkämpfer? Ich bin am Zug. Ich habe, glaube ich, schon meine ganzen Karten verspielt. Machen wir die klirrende Kälte. Okay, mein Gegner ist am Zug. Warum kann der noch Karten ziehen?
Wie kann man denn hier Karten ziehen? Kann man hier keine Karten ziehen? Ich setze den jetzt mal hier hin, egal. Der Gegner hat die... Ach nee, ich habe jetzt die Runde gepasst. Okay. Ich habe verloren. Nein, ich habe verloren. Aber ich weiß jetzt, wie man spielt. Und dann ganz einfach. Ich hätte am Anfang nicht so viele Truppen einsetzen sollen. Das war, glaube ich, mein Fehler. Hier sieht man es ja, die erste Runde, da habe ich viel zu viel Druck eingesetzt, aber es ist egal, wir wollen jetzt ein bisschen im Spiel weitermachen. Kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ja, danke. Dafür, dass ich es jetzt wenigstens erstmal gelernt habe, können wir uns das später nochmal angucken. Man kann ja anscheinend auch Karten kaufen. Was ist das? Eine Katze? Kann man damit irgendwas machen? Die vielleicht mal streicheln? Warum kann man die streicheln? Finde ich aber unfair. So, na egal, quatschen wir mit dem hier noch. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ach kommt, wir nehmen Gut, uns mal ich ein. Trinke was. Zur Brust. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Er kennt sie. Gib doch mal den Arsch aus meinem Gesicht. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Ja. Okay, ich habe einen Zitronenwodka gekriegt. Auch nicht schlecht. Und wer bitte. Nein, ich frage einfach. Ich will gar nicht wissen, wer er ist. Ich frage einfach, woher er sie kennt. Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht. Oh, Rittersporn auch dabei. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Gerald von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Okay, der kennt sich anscheinend ganz gut aus. Mit der Geschichte vom zweiten Teil. Ich fahre einfach mal. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Ja, Rittersporn. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht's denn um die Liebe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sag mal, es geht ihn nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Tja, dann auf in die Garnison, würde ich sagen. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Aber nur vielleicht. Wo ist denn jetzt hin verschwunden? So, die Nilfgaarden. Da müssen wir bestimmt wieder nach draußen. Oh, die Tür geht automatisch aus. Auf. Ausgetrunken! Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Ich wusste es doch. Verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich hau so um. Was ist das denn für eine Rune gewesen? Oh, ich mach das mal. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was?
Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Oh. Wie ein Mann. War nett, euch zu treffen. Das war's schon. Wie, das war's schon? Wie, das war's schon? Stopp mal. Kann ich die plündern? Ich möchte gern wissen, ob ich die plündern kann. Hat der was dabei? Nee. Wir haben nichts dabei. Egal, dann gehen wir zur Garnison. Reiten wir. Spiel speichern, okay. Das mache ich aber nachher. So, auf zur Garnison. Da spielt irgendein Kind im Wasser. Kann das Viech nicht schneller reiten? Was sind das eigentlich für Pflanzen? Warum sitzt hier eine Bäuerin? Ich will mal ganz kurz hier die Pflanzen. Geißblatt. Da kann man dann bestimmt wieder Tränke brauen. Und mal mit ihr hier reden. Okay, die sagt nur Der schnitzt da irgendwas? Oder nee, der schleift seine Sichel. Da ist noch was zum Einsammeln. Das mache ich einfach mal kurz. Wer weiß, für was man das braucht. So, jetzt gehen wir aber weiter. Kann man bestimmt wieder Tränke brauen, wie Katzenauge oder irgend so Mist. Wir werden es noch sehen. Es hält sich spannend. Ich bin gespannt, was sie in der Garnison wollte. Und was das mit dem Kommandanten auf sich hat. Weil, sie hatte ja da anscheinend einen Streit, oder? Beziehungsweise irgendwas war. Ein Friedhof. Das muss ein Ort der Macht sein. Stopp mal, Achtung. Rotanzeige, okay. Erscheinung. Oh, was ist das für ein Viech? Was? Warum kriege ich das Viech tot? Da muss ich doch bestimmt. Oh. Oh. Das war schlecht geblockt. Was ist das denn jetzt gewesen? Flucht aus dem Kampf, okay. Ich will aber nicht fliehen. Ich will mal eine Rune versuchen. Was ist denn das Schutzschild? Geister, die ich rief. Oh, ich sollte vielleicht doch lieber vorsichtshalber. Adrenalinpunkte. Okay. Irgendwie ist der Geist jetzt verschwunden. Aber ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ich sollte mal irgendwie was essen. Rücktaste an Charakterfenster. Fähigkeit zu lernen. Rücktaste müsste die sein, oder? Jo. Inventar, Lebensmittel. Okay, drücke R mal. Okay, mit R können wir Sachen konsumieren. Mit F. Okay, R und F. R und F. Okay, wir haben Sattel. Das sind anscheinend unsere Waffen. Bolzen. Okay, dann Weltkarte, Quests, Charakter. Genau, und das brauchen wir jetzt. Charakterstufe, verfügbare Punkte einer. Fähigkeitsgruppe und ja, okay, das ist dann praktisch dasselbe hier. Das ist sehr schnell Angriff, starker Angriff. Meisterschütze, Verteidigung, Kriegszeugs da. Und wir machen erstmal einen schnellen Angriff. Okay. Und jetzt haben wir hier nochmal die Charakterfähigkeiten. Freier Platz.
Fähigkeiten platzieren. Wie, was? Dahin? Okay. Sehr schön. Was gibt es denn noch? Meditation. Okay, Meditation, da können wir ja sozusagen uns wieder heilen. Ich kann jetzt hier meditieren bis 18 Uhr. Das mache ich mal. So. Und man kann damit halt die Zeit beschleunigen oder verringern. Und dann haben wir hier das Bestiarium mit den Tierchen. Und okay, Escape. Ah, hier, die Alchemie, die Weltkarte, Quest, Charakter, Meditation, okay. Das geht auch alles so. Dann können wir hier im Prinzip die ganzen Sachen herstellen. Öle für die Waffen. Dann die Tränke. Ja, hier Katze, also Katzenauge, das ist im Prinzip in der Nacht ermöglicht zu sehen. Und es müsste da eigentlich auch, ja, hier die Bomben. Aber wir haben nur die beiden. Da muss man bestimmt wieder Rezepte kaufen. Und das ist die Ausrüstung. Da kann man dann wieder... Ja, okay. Gegenstände ausrüsten. Tränke und Fähigkeiten. Ja, das kennen wir alles. Aber ich kenne es auf jeden Fall vom zweiten Teil. Das sind die Werkstoffe, die man hat. Das sind die Briefe. Hier sind dann Questgegenstände. Hier Waffen oder beziehungsweise Ausrüstung wie... Oberkörperhandschuhe und sowas alles. Und hier ist halt unser Geld. Okay, dann gehe ich hier mal raus wieder. Müsste mich geheilt haben, ja. Und es brennt immer noch. Warum brennt denn das noch? Oder ist das einfach so, da oben brennt auch noch was? Ja, was machst du denn? Bleib da nicht da hängen. Okay, da oben ist auch irgendwie noch eine... Okay, da ist ein Schwert. Das lesen wir mal. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Verrier. Ist egal. Der Kinderlose in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Melly Thele ihm seine Sünde wieder... Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Okay, mit dem Lesen hat das auch schon mal besser geklappt. Schrift ist nur ganz klein. Aber auf jeden Fall ruht hier irgendjemand mit einem Holzschwert. Und wir gehen mal hier weg. Vielleicht war es auch der Geist, der mich gerade angegriffen hat. Haben wir mal hier irgendwie die... Magie, ein Ort der Macht. Ja. Objekte zerstören. Okay, das Objekt kann ich zerstören. Welcher war denn das? Mit Ingi Dingsbums? Ich kann damit... Ah, okay, jetzt hat sich... das ist eine Art Rune, wo wir praktisch das Zeichen erhöhen. Nein, ich will doch... Mann! Ich möchte doch das hier benutzen. Geht das nicht? Es ist rot und da sind Hände dran. Seltsam. Okay, das ist irgendwie das hier. Ah, die Tür kann man so einhauen. Sollte ich da wirklich schon runtergehen? Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Bewachter Schatz. Eine Fackel entzünden. Da krieg ich doch schon wieder Panik. Und ich glaube... Ach du Shit, da ist da schon wieder der Geist und die Tür ist zu. Oh mein Gott. Komm, den kriegen wir. Boah. Erscheinung ist weg. So, nehmen wir das mal. Okay, die Tür ist anscheinend wieder offen, die war gerade zu. Und die Erscheinung ist weg, aber ich sehe trotzdem nichts. Und dieser Dunkel doch da. Da! Da ist einer angebunden. Was hat es mit dem auf sich? Ah, Waffen.
Da war noch was. Oh, noch mehr Sachen. Ich möchte gerne die Fackel anzünden. Kann ich die nicht anzünden? Normalerweise macht er das da automatisch. Ah, da sind noch irgendwelche Pilze. Und noch irgendwelche Überreste von Gegenstandschemas. Ach, das ist irgendwas fürs Handwerk. Aber erstmal klaue ich hier mal noch den Rest. Ist hier noch irgendwo was? Ja, das die. Nein. Das mit den Zaubern, das muss ich irgendwie noch üben. Der hat das doch vorhin automatisch gemacht. Was soll denn das? Ist doch die richtige Rune. Halten Hexersinn. Ja, keine Ahnung. Warum man jetzt die Scheißfackel nicht mehr anzündet. Da liegt noch was. Das nehmen wir da auch gleich noch mit. Oh, das nehme ich noch mit. Okay, ich kann hier alles verbrennen, aber irgendwie nicht die Fackeln anzünden. Sehr komisch. Egal. So, jetzt müssten wir hier alles haben, glaube ich. Sieht jedenfalls so aus. Also da ist noch irgendwas. Ach, jetzt auf einmal. Das ist eine Fackel oder irgendwie sowas. Kann man nur aus- und anmachen. Aber die Fackeln kriegt er nicht an, ne? Willst du mich verarschen? Egal, wir gehen jetzt hier raus. Und gucken mal, wie es weitergeht. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, ja, das wissen wir. Das hatten wir schon mehrmals gerade. So, aber egal. Auf geht's zur Garnison.